Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2 mit dem Tau. Hallo! Und weißt du, was ich gerade gesehen habe? Erzähl. Wenn ich oben links zu dir gucke, ist da eine Waffe neben deinem Namen. Eine Pistole. Wenn du oben links zu mir guckst. Also zu deinem Namen. Das ist so eine Pistole. Genau. Wie kann das sein? Vielleicht hast du eine Pistole perfektioniert oder ist das deine Lieblingswaffe oder ich habe keine Ahnung. Du meinst oben links, wo auch mein genau. Health steht und so weiter. Da steht Tau, dann kommt Lebenbalken, dann kommt dein Name, dieser Conte hast du nicht gesehen, Killer. Und daneben, rechts daneben, neben dem Namen, ist quasi eine Waffe, eine Pistole. Echt, bei dir ist da gar nichts. Ja, vielleicht hast du irgendwas Besonderes geschafft. Mit der Pistole. Wenn ja, wo könnte ich sehen? Keine Ahnung. Oder heißt das, du hast Badass-Punkte? Ich weiß es nicht. Warte, ich geh mal gucken. Nee, Token habe ich keine mehr frei. Wer weiß, was das bedeutet? Ja? Musst du vielleicht mal googeln nachher. Ich mach mich schon mal auf den Weg. Ja. Mach das. Der Hyperion sieht gerade richtig cool aus da oben. Wie er so schön den Schatten wirft. Tina ist Bombenbastlerin und eine Freundin von mir. Ich habe ihr schon ein paar Mal den Arsch gerettet. Und sie meinen noch viel öfter. Sie wird ihr helfen. Trotzdem ein Tipp. Keine plötzlichen Bewegungen in ihrer Gegenwart. Okay. Scheint wohl ein nervöses Gemüt zu haben. Oh, das ist ein Zug. Du hast ein Ausrufezeichen. Was, jetzt habe ich ein Ausrufezeichen? Oder da ist ein Ausrufezeichen? Achso, da. Wo ich gerade lang gegangen bin. Ups. Ja, ist gerade erst aufgeploppt. Das könnte der Beginn von etwas Spitzenmäßigem sein. Ach, Morden ist menschlich, vergeben ist göttlich. Wenn du das hörst, dann hast du mich soeben umgelegt. Aber hey, schwamm drüber. Bevor du mich umgelegt hast, habe ich meine besten Knarren in meiner Werkstatt deponiert. Und da du mit dem Sieg über mich bewiesen hast, wie hart du bist, sollst du sie haben. Klingt wie eine Falle, ich weiß. Du wirst mir einfach vertrauen müssen. Hier ist ein Schalter. Finde das Versteck. Ja, mach mal. Das ist kein Schalter, das ist ein Briefkasten. Das sah aus wie ein Schalter, Mann. Ich finde das Versteck. Das müsste doch, wenn, das Ding hier sein, oder nicht? Also auf seinem Dach ist nichts. Kein Schalter, kein nichts, gar nichts? Nö. Unten drunter. Sind jedenfalls Kisten gewesen. Aber da ist nichts drin. Frage ist, wo ist das? Hier ist das Versteck. Ja, natürlich da unten. Nicht mal hier in der Nähe. Ach so. Jeder macht Fehler, Tau. Auch ich. Nee. Alter. Ich habe hier vorhin geschossen, da hinten ist was explodiert. Wie krass ist das denn? Typ ist oben am Snipen, ne? Ich weiß. Der snipt er sich ein paar Gegner zurecht. Ja, ich will die Sniper haben. Bin ich hier hoch? Weil ich ein cooler bin? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ach, verdammt, will ich natürlich nicht. Was machst du denn da? Das ist Elektrizität. Wir brauchen dafür aber einen Schalter oder irgendwas. Naja. Das ist ja. Ultra versteckt ist das ja. Falle! Oh! Ich hab dich belogen! Niemand bringt mich ungestraft um! Niemand! Töte wild Banditen. War eine Lootkiste mit 40 Stangen Dynamit drin oder so.
Schade, ich habe gehofft, dass hier irgendwie so ein Schalter ist hier oben oder so. Vielleicht da oben? Oh. Ups. So. Finde das Waffenversteck des toten Banditen. Er hat es zwar nicht auf die Reihe bekommen, dich umzulegen, und das gleich zweimal, aber eins muss man ihm lassen. Er geht strategisch vor. Abschluss: Beuteversteck von Will, dem Banditen. Belohnung: $98 und 2730 Erfahrung. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Und wir kriegen eine Waffe. Erinnerst du dich an die Kammer, die wir gefunden haben? Ja. Ich glaube, ich habe noch eine gefunden. Hier ist auf dem Boden ein Borderlands-Zeichen. Soll ich auf dich warten oder soll ich drauf drücken? Warte, ich komme. Das heißt, eventuell müssen das nicht unbedingt so eine Türen sein. Das kann einfach überall so ein Borderlands-Zeichen sein. Okay, Moment, wo bist du denn? Oben oder? Oben. Aber wir haben doch drauf gedrückt, da ist nichts passiert. Die Tür ist hier vorne. Ach so. Genau unter mir. Ja, aber da stand ja eins von zwei gefunden, weißt du? Ja, stimmt. Ich habe eigentlich hier nur nach dem Schalter gesucht. Und dann habe ich das hier gefunden. Oh. Entdecke zwei verschiedene Kammersymbole. Das ist wieder was anderes jetzt. Das heißt, in jedem Bereich könnten die so eine Symbole sein, die man sucht. Und da kriegt man wahrscheinlich Loot. Sehr gut möglich, ja. Hätten wir mal von Anfang an wissen sollen, so ein Mist. Ja. Aber schauen wir einfach ab jetzt Ausschau. Genau, immer nur so noch Zeichen Ausschau halten. Also meinst du, in jedem Gebiet ist ein so ein Zeichen oder zwei? Also zwei. In jedem Gebiet sind zwei Zeichen. Wenn man die beide findet, da kriegt man wahrscheinlich irgendwas Tolles oder so. Würde ich jetzt mal vermuten. Weil wir haben ja schon. Das Gebiet hier ist natürlich echt riesig, ja, ne? Wir hatten ja schon mal so ein Zeichen gefunden, da hatten wir schon eins von zwei. Ja. Na gut, das war ja jetzt nicht wirklich so extrem versteckt. Naja, du auch schon. Das war das, wo wir Lilith getroffen haben, ne? Das Gebiet, wo wir Lilith gefunden haben, ja. Genau, genau. Da haben wir das eine gefunden. Das heißt, da muss irgendwo noch ein zweites sein. Das wäre ja vielleicht mal so eine Sache, die wir nach der Folge mal so schnell machen. Oh Gott! Okay. Die gehen nicht drauf, wenn man drauf schießt. Sie geht drauf, wenn man in der Nähe ist. Na gut. Hallo. Gehen wir mal zu ihr rein. Ja. Oh Gott, oh Gott. Wie cool hat sie das denn hier? Tiny Tina's Workshop. Rund um diese Arktispflanze jagt der Stalker den Banditen. Der Stalker denkt, es wäre nur Spaß. Peng! Ach, der Bandit. Jo. Oh, hi. Das ist ja an sich deine beste Freundin, oder? Ja. Alter, ich glaube, die ist richtig durch. Die guckt auch schon so psycho. Jo, die guckt mich psycho an. Ja. Roland sagte, dass du kommst. Ich schulde ihm noch was für den ganzen Scheiß mit General Rancid. Du musst einen Zug hijacken, hä? Kinderspiel. Darf ich vorstellen? Meine Ladies. Ich glaube, die ist noch ein bisschen kranker als ich. Laufe, 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 ja. Ich laufe hier rüber. Ich laufe, 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 lauf, lauf, lauf. Sie könnte Let's Player sein, sie kommentiert alles, was sie tut. Das hier ist Muschis Knucklebites und das ist Felicia Saxopans. Diese coolen Ladies könnten den Zug für dich stoppen, aber dazu brauche ich ihre Kawumma-Bums. Und die wurden vor ein paar Tagen von Banditen geklaut. Hol sie mir! Alter, ist die durch! Sein, aber sie ist die begabteste Sprengstoffexpertin auf ganz Pandora. Tu, was sie sagt, dann hilft sie dir garantiert, den Zug zu hijacken und den Kammerschlüssel zu kriegen. Oh, sie steht wieder. Ja. Ah! Empfiehlst deinen Freunden Markus Munition.
Hero. Eine 13-Jährige, die mit Sprengstoff hier gerade rumexperimentiert. Lass raus, Alter. Ich finde die Namen von ihren Stofftieren schon ziemlich krank. Ja. Allein schon Sex for Pants, weißt du? Ja. Total gut, ey. Total gut. Jetzt gucke ich die ganze Zeit, ob ich so ein Borderlands-Zeichen sehe. So ein Mist, ey. Ja, aber besser als gar nicht drauf zu achten. Huch, Belohnung, Soll eine Schrot sein? Ja, vielleicht werden wir irgendwann mal schaffen, in einem Gebiet zwei zu finden. Ah, bestimmt. Bin ich gut oder bin ich gut? Warte, ich steck fest. Nein. Man muss halt nur aufpassen. Stimmt, ihr Schlampen. Mein großer Bruder wird euch Manieren beibringen. Das ist Sie hat einen Bauch voller Dynamit und einen Arsch mit Wumms. Du wirst nicht glauben, was ich gerade aufgehoben habe. Ne? Das war eine Rakete. Die extrem groß ist. Hast du auf dem Weg auch den fliegenden Typen gesehen? Nur mal so eine Frage. Fliegenden Typen? Der schwebt einer in der Luft, der war tot. Ich hab's noch drauf. Okay. Da oben ist das Ding. Wie komme ich da hoch? Mist. Nein! Zero! Was ist los? Ja, hilf mir! Das Ding tot gemacht wird. Ja, danke. Wie bist du denn da runter? Hä? Gehen hier ab. Ich komm noch dazu. Das Ding gekillt, den ich gerade killen wollte. Achso, ich hab dich gar nicht gesehen. Sorry. Vielleicht sollte ich mir doch wieder gelbe Sachen anziehen. Oh, mich jetzt auch erwischt. Was haben wir hier? Ich habe eine Herausforderung geschafft. Yeah. Natürlich bin ich gut. So, da hinten ist noch einer und der ist genau bei der Quest. Und hier ist eine Rakete, eine riesige. Ja, genau die mal. Die musst du einsammeln. Ja, diese Kopter, ne? Alter, hier ruckelt alles. Gott. Ja, bei mir auch extrem gerade. Ich hau mal ab. Juhu. Oh, ich dachte gerade. Das gedacht, sah so aus wie so ein. Schade. Wie eine Tür. Ich hab's gedacht. Kann natürlich sein, dass es auch immer eine Tür und ein so ein Zeichen gibt oder so. Ja. Ja, wer weiß. Und dass die Tür quasi dann aufgeht. Wenn man zwei hat. Alter, der Kopter da hinten, ne? Der regt mich auf. Was hat mich dir jetzt getötet? So, Zero, die Quest könnte ich jetzt abgeben. Ach, du bist gar nicht mehr hier. Schön. Nö. Ich hab doch gesagt, ich hau jetzt ab. Und ich fahr hier mit dem Kopf, ne? Kopf dann. Ja, ich komm zu dir. Gut, dann warten wir mal eben noch auf den Zero. Ah, wir können ja hier bei
Dienerchen noch ein bisschen Sachen verkaufen. Kannst du gucken, ob du ein Bedarmbordelszeichen findest. Weiß. Jo, ich bin so gut wie da. Im Auto wäre es schneller gegangen, aber naja. Das waren noch Zeiten, wenn an irgendwelchen, ja, ich sag mal, krasseren Orten oder bedeutungsvollen Orten immer noch überall eine Lootkiste war. Ja. Naja. Ja, dafür hatten wir ja 10 Schlüssel. Lady Tina of Blow Up Your... Was? Princess Fluffy Butt? Evil Bastard that kills my parents? Schlafenszeit! Und das ist original von... Bartlesby, okay. Oh oh. Schwing deinen Hintern aus meiner Werkstatt, Mann. Für das hier muss ich allein sein. Okay. Ja. Oh. Wieso nicht? Ich bin eine Teekanne, bin voller Blut und so. Hier ist mein Henkel und hier ist mein Popo. Was? Alter. Bau eine kleine Bombe in mein geiles Dämchen. Jag damit was hoch und alle sterben. Matsch, matsch, matsch. Matsch, matsch, matsch. Oh, du siehst verflucht gut aus, Ladies. An die Arbeit. Lol. Zwillinge. Nimm sie. Nimm sie, nimm sie, nimm sie. Okay. Alter. Wir haben einfach nahe der Schienen ab und mach sie scharf. Guter Plan. Super Plan. Ja. Definitiv. Alter. Tiny Tina veranstaltet eine Teeparty und benötigt deine Hilfe. Alles klar, Keule? Hab eine voll wichtige Teeparty. Aber mein Date ist nicht aufgetaucht. Und ohne Begleitung siehst du mich auf keiner Party. Vergiss es! Mein Name ist Sir Reginald von Bartlesby. Ein riesiger Aristokrat und Kunsthändler. Ich glaube, seine Mutter hat ihm verboten, mit mir zu sprechen. Du wirst sie überreden, ihnen meine Obhut zu geben. In ihre Obhut. Wow. Dame. Okay, wollen wir das erstmal machen? Ja, klar. Okay. Befreie Sir Reginald. Das heißt Reginald. 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 Okay, befreien wir also Sir Reginald. Genau. Oder Sir Reginald. Na, jetzt komme ich völlig durcheinander. Sir Reginald. So, hopp, hopp, auf geht's. Hinter. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Ich würde am liebsten zwar hier nochmal reinschauen, weil da überall noch ein Borderlands-Zeichen oben drauf sein kann, aber naja. Na, vielleicht kommen wir ja noch hin. Ist ja ein großes Gebiet. Ja. Oh Mann. Schön. Ich hab so das Gefühl, ich laufe falsch. Ich habe auch das Gefühl, dass ich total falsch bin. Aber das ist mir egal. Und, hast du schon den richtigen Weg gefunden? Ich habe, glaube ich, den Weg gefunden. Ja, ich muss nur noch irgendwie hochkommen.
Ja, super. Hallo. Ich glaube, es ist eine Höhle. Hier vielleicht irgendwo. Anarchie greift um sich. Bin ich einmal rumgelaufen. Hier ist ein Pfeil. Der führt mich da oben. An dem bist du vorbeigelaufen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Moment, ich komme. Also da hinten liegt eine Leiche. Ich hoffe nicht, dass er es ist. Oh oh. Und los. Bitte entschuldige, Madame von Bartelsbys Temperament. Oh Gott. Sie ist Verlieserin. Mehr Anarchie! Mehr! Bist du arrogante Ziege? Und jetzt holt sie Reginald. Wir haben so vieles zu besprechen. Okay, die Leiche war es auf jeden Fall nicht. Teddy oder irgendwas. Oh, den. Sir Reginald, jetzt musst du nur noch Prinzessin Fluffybutt finden und mir ein bisschen Eisenschrott von den Koptern holen, damit du meine Teekanne daraus basteln kannst. Spring einfach ein paar Kopter und schnapp dir die brennenden Teile. Och, ich hab gerade 5 Stück kaputt gemacht. Ist das dein Ernst? Oh, und du kannst unterwegs gerne ein paar Crumpets organisieren. Crumpets sind geil! Was sind Crumpets? Keine Ahnung. Das ist ein Kopter. Wessen Rakete war das denn? Da. Keine Ahnung, meine nicht. Okay, wieso nicht? Da hinten ist noch einer. Da. Ich höre noch einen. Hä? In uns! Pack nur drauf! Pack nur drauf! Ah, hier sind genug Kopter. Irgendwer wird schon auf dem Boden dann. Ich geh mal runter. Treff mit Raketen nicht. Da! Haben sie. Super. Die Frage ist jetzt noch, was sind diese was? Crumpets? Was sind das? Keine Ahnung. Ich hab die Puppe gefunden. Prinzessin Fluffybutt? Oh Mann. Diese Party wird die volle Supersause. Das sind sowas wie Kekse oder so. Ich hab sie. Das wird die reinste Crumpo-Kalypse. Das war so ein Teller mit Keksen oder so. Ist so. So. Also wie viele schwirren hier noch durch die Gegend? Lass mich doch mal in Ruhe. So, zurück zu Tiny Tina. Genau, aber noch nicht ansprechen, denn wir werden die Folge da beenden. Richtig. Wir müssen zu Lichine übrigens. Wir platzieren sie nicht. Nee, doch nicht. Ach so, ja. Falsche Quest, sorry, ich habe gerade an falsche Quest gedacht. Und wir gehen einfach nur hin. Ja. Und der Typ nervt langsam mit seiner Sniper. Mhm. Aber hört sich geil an. Oh. So. Vielleicht ist ja ein Borderlands-Zeichen bei ihm da oben. Hm. Wer weiß. So, da sind wir zurück bei Tiny Tinas Workshop. Und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss. Ich habe wieder 303 Tokens. Ja.